Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid. Ja, lieben, nachdem uns in den letzten Geisterjagden in den großen Häusern die Geister die Ermittlungen nicht so ganz leicht gemacht haben, hat unser absolut liebenswürdiger Fahrer sich gedacht: Oh, in den großen Häusern haben die Geister zu viel Platz zum Rumlaufen, fahre ich dich doch mal raus nach Tanglewood. Ist bestimmt viel angenehmer. Ja, super, vielen Dank, Fahrer. Sind wir wieder mal im kleinen Tanglewood Street House, ganz toll. Schlüssel nehmen wir mit und gucken erst, was sind unsere Aufgaben. Reinigen Sie Bereich Handys, Geist mit Räucherstäbchen. Das ist ja noch in Ordnung. Finden Sie Beweise über die Ereignisse mit ein, nehmen Sie Mehrflieder auch noch gut und lassen Sie einen Geist durch Seilzwannen. Unser Geist heißt Jane Wright. Jane Wright. Neuer Name, neuer Geist. Altes Tanglewood Street House. Generator im Keller. Alles klar. So, wir nehmen mit Taschenlampe, weil ohne geht überhaupt nicht. Was müssen wir ein bisschen salzen, EMFen und rumräuchern? Nehmen wir gleich ein EMF mit und wir hier in der Hoffnung, dass wir die Knochen mal wiederfinden, nehmen wir eine Kamera mit. Auf geht's. Ton an. Geisterjagd an. EMF an. Taschenlampe an. Nerven an. Auf geht's. Tanglewood, wir sind mal wieder hier. Wegen unserem Lieblingsfahrer. Weil er sagt: Oh, die großen Häuser. Da war es so schwierig. Ich geh doch mal ins kleine Haus. Das macht es bestimmt viel einfacher. Bestimmt. So, Jane. Jetzt, wie wir das abgesprochen hatten, ne? Wir hatten das ja durchchoreografiert hier. Ich komme hier rein und es passiert nichts. Hallo? Nix. Hatten wir gesagt. Ich gehe erstmal rein und mache erstmal Licht an. Hatten wir gesagt. Türen sind alle zu. Ja, außer diese. Knochen! Wir haben Knochen gefunden! Super! Es reicht doch wohl. Er sammelt ihn jetzt nur noch ein. Warum kann man ihn nicht. Habe ich ihn jetzt erwischt? Habe ich. Hallo? Wir hatten gesagt, ruhiger, ruhiger anfangen. Wo war das? Hat auf jeden Fall irgendwo eine Tür aufgemacht. Nein! Nein, doppelt nein, alles blockiert. Nicht gut, können wir nach Hause fahren. Wir haben Knochen fotografiert. Das muss doch was wert sein. Hallo? Jane Wright! Hör auf, mit den Türen zu klappern. Wir müssen ja noch einen Keller, ne? Ich gucke aber noch einmal hier oben rum. Vielleicht finden wir sogar noch einen verflucht Gegenstand, den wir fotografieren können. Oder lassen wir ihn erstmal liegen. Nee, nee, wir sind gleich auf dem Weg. Also ist zumindest schon mit den Türen super aktiv. Vielleicht sollten wir gleich mal eine fotografieren. Kein Beschwörungskreis! Das ist so super! Wir haben keinen Beschwörungskreis im Keller, ist das nicht schön? Aber Fliegenfänger, macht sich besser. Raus hier. So, Jane, jetzt. Wo wir erstmal Licht anmachen können, jetzt können wir erstmal gucken. Hier ist das mit den Türen die ganze Zeit. Klar, wir machen mal hier. Hier kriegen wir auch kein EMF mehr. Wo? Nee, Moment, jetzt nicht, dass wir hier die ganzen Fotos verbrauchen für ein Raten. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwo eine Tür kriegen, die sich wirklich bewegt vor unserer Nase am besten mal. Wenn sie überhaupt hier. Oh! Kalt oder war es ein Geisternebel? Nee, hier ist frostig. Tür zu. Oh, alles klar. Okay, ich glaube, wir haben sie gefunden. Hier vorne ist sie drin, die Jane Wright. Alles klar. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Steht hier irgendwas rum? Nee, hier ist nichts. Hier auch nicht. Jetzt bestimmt irgendwo eine Voodoo-Puppe in der Ecke. Was ist das da? Ah, nee, nur ein Gitarrengriff. Okay. Keine Tarotkarten. Ist hier noch was frei? Ja, neben den Schuhen haben wir auf jeden Fall Platz. Nur für den Fall. Mach mal zu. So, raus hier. Alles klar, da ist nichts. Aber wir haben die Knochen, Leute. Wir haben auch schon Knochen. Das ist doch schon mal was. Hallo. Hier ist nichts. Warum ist hier überhaupt, haben wir überhaupt kein Licht an? So, schon besser. Alles klar. Ganz ruhig, Jane. Wir müssen erstmal das restliche Haus durchsuchen. Da hinten ist auch alles blockiert. Was für ein fluger Gegenstand kann es denn sein? Ich glaube, die Musik, die Spieluhr steht hier vorne drauf, also die kleine Box. Hier hängt, glaube ich, der Spiegel, wenn hier einer hängt. Ich weiß es nicht genau.
Wir sollten, glaube ich, mal raus. Wir sollten, glaube ich, erstmal gleich mal raus. So, und hier hinten haben wir auch... Ach so, hier ist ja keine Tür mehr. Die Garage ist ja jetzt hier. Hier haben wir auch geguckt. Da! Da liegt eine Voodoo-Puppe auf der Mülltonne. Da liegt sie schon gar nicht schlecht. Hast du schon gut hingelegt. Das ist super. Da liegt die ganz super. Auf der Mülltonne. Jetzt, am besten hättest du sie noch reingetan. Das wäre richtig gut gewesen, Jane. So, hier, wir lassen das EMF an vor der... Alles klar. Gleich eine 3 und das. Und wir sind mal raus. Lass bloß die Tür auf. Lass bloß die Tür auf. Alles klar. So, Superfahrer. Kleines Haus ist Superfahrer. Ist total super. So ein kleines Haus. Mit einem vollgestellten Schrank im Keller. Können wir uns irgendwo verstecken. Ganz toll, danke. Super Sache. So, aber wir haben schon mal GMF. Das ist doch schon mal ein Anfang. Sanity 74. Aktivität nimmt immer mehr zu. So, EMF haben wir aber nur 3 und... Ach so. Moment, haben wir die Tür erwischt? Interaktion, Voodoo-Puppe. Keine Fingerabdrücke, nur eine Interaktion bei dem Eimer. Aber es hat noch gezählt. Okay, wir nehmen trotzdem noch mit rein. Taschenlampe für Fingerabdrücke. Ein bisschen noch salzen. Und... Ja, wir riskieren eine Geisterbox. Wir riskieren ein kleines Gespräch. Auf geht's. Ohne Kürbispillen nochmal. Nicht gut. Gar nicht gut. Licht ist aus. Generator ist bestimmt aus. Nee. Gleich alles auf einmal. Super. Ganz toll. Wir nochmal. So, wir müssen nur gucken, ob es hier noch kalt ist. Dann wissen wir, dass hier noch hier drin ist. Da fliegen die Bilder. Sie ist auf jeden Fall noch hier drin. Bist du hier? Da ist sogar auch noch ein Bad. Wo bist du? Ist auf jeden Fall hier auch noch kalt drin. Bist du hier auch noch drin? Oh, 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 oh. Der hat sich, glaube ich, gerade sogar direkt bewegt, der Schuh hier. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Nee, dieser... Oh, die sagt nichts. Hier, nimm mal das. Die müssen erstmal jetzt einmal raus hier, Leute. Ich habe kein gutes Gefühl. Wir müssen jetzt hier sofort einmal raus. Jetzt sofort, in dieser Sekunde. Müssen wir hier ganz schnell raus. Lass die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Wir müssen erstmal eine Kürbiskrönung nehmen. Erstmal getrocknetes Kürbisextrakt. Direkt hier aus der Packung. So, ah, super. Das stärkt. Alles klar, so, wir müssen immer noch salzen, immer noch räuchern, immer noch Beweise finden. Im Box hat sie nichts gesagt. Wir nehmen ein Buch mit rein. Und wir gucken mal nach Orbis. Alles klar, auf geht's. So. Wir müssen den Generator wieder anmachen. Wie will ich jetzt im Dunkeln hier rumlaufen? Wir sind erstmal nochmal im Keller, Jane. Nochmal in deinem tollen Keller sind wir nochmal. So. Ja, wir müssen bis hier vorne. Mach da. So, hier gab's nichts zum Verstecken, ne? Nicht so richtig, die Ecke ist zugestellt. Naja, das ist... Naja, so. Naja, so. Naja, so. Moment! Oh, das ist eine super Versteckecke. Und wir haben hier sogar einen Gummistiefel-Grenzenschutz. Das hält so einige Geister auf. Das wissen wir noch aus dem Landhaus. Oh, das ist gut. Das ist... Das ist gut. Weil hier rauslaufen ist auch nicht so. Wenn irgendwas schief, können wir vielleicht noch in den Keller laufen und sich in der Ecke verstecken, in der Gummistiefel-Ecke. Und da ist schon der erste Orbi auf dem Weg. Da. Okay. Und nochmal die Tür bewegt. Alles klar, Orbis haben wir auf jeden Fall schon mal. Und bis jetzt keine Fingerabdrücke. Das heißt... Oh, nee, das heißt nicht Licht ausmachen. Und hier hast du ein Buch. Schreib mal was in das Buch, Jane Bright. Wright. Mit W noch davor. Jane Wright. Wird's gleich sauer. So, wir machen nochmal die Türen zu hier. Vielleicht kriegen wir nochmal, dass sich die Tür bewegt. Und wir machen ja kurz nochmal Licht an. Geht auch alles im Hellen. Jane Wright, wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen. Bisschen geflackert.
Kannst du eine Tür öffnen? Moment, ist es noch kalt? Ja, ist es noch kalt. Klopf, klopf. Komm herein. Bewege eine Tür. Wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen und öffne eine Tür. Ganz vorsichtig. Ja, nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Müsste auf jeden Fall jetzt auch ein Abdruck drauf sein. Ist auch wieder voll. Können wir uns nicht verstecken? Kannst du noch eine Tür öffnen? Öffne die Zimmertür. Hallo. Und schreib was ins Buch oder mal ein Bild rein. Moment, nicht, dass ich rausgegangen ist jetzt. Nee, es ist noch kalt, es ist noch kalt. Oder ist vielleicht sogar mehr hier drin? Dann müssen wir die Sachen hier mal reinlegen. Hier ist es auf jeden Fall auch kalt. Wir legen das Buch mal hier rein. Schreib was in das Buch. Wir sind so lange mal draußen. So richtig weit draußen. So, lauf, 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 lass die Tür auf. Okay, wir haben noch. Naja, doch, wir haben Geisterorbis. Geisterorbis haben wir. Einen Beweis haben wir. Orbis fliegen rum. So, da ist der Revenant noch auf der Liste. Das ist nicht gut. Das sagt die Sanity. Die sagt gut. Okay, Revenant ist noch auf der Liste. Wir haben ein Buch drin liegen. Wir haben die Geisterbox. Wir haben das EMF, was drin rumfliegt. Wir haben Taschen am Fingerdrücke. Wir brauchen nur noch zweimal Dots. So, Taschen am Fingerdrücke ist jetzt wieder hier draußen. Auch gut. Dann nehmen wir zweimal Dots erstmal mit. So, Taschenlampe an. Auf geht's. Setzt ja noch recht friedlich. Ich meine, sie sind schon aktiv, viel mit den Türen. Aber sonst geht's ja noch. Hallo, wir nochmal. Mit ein paar Dots. Kannst du mal durchdotzen. Wenn du hier bist, mach dich mal bemerkbar. Gib uns mal ein Zeichen. Da, es wird ins Buch geschrieben. Sie schreibt uns was ins Buch. Ja, okay. Das ist, ja, schwer zu sagen. Könnte eine Einkaufsliste sein. Bin ich aber nicht sicher. Und ich weiß noch nicht, ob ich alles kriege, was draufsteht. Aber gut, wir werden uns Mühe geben. Hallo? Das heißt, vielleicht läuft sie ja mehr hier drinnen rum. Dann. Ah, ja, dann lauf doch mal hier drinnen rum. So, vielleicht läuft sie auch ein bisschen vor der Tür noch so rum. Hier so in dem. Achso, da können wir nicht. So ein Mist. Man hört was. Okay, nee, nicht rausgehen. Nicht raus. Was? Nein. Ai! Alles klar. Okay. Gänsehaut-Feeling pur. Was war das für ein fieses Schnaufen aus der Dunkelheit? Nee. Können wir vielleicht nach Hause fahren jetzt? Können wir nach Hause fahren? So, wir haben P -P Buch. Geisterbuch. Mare. Revenant! Nicht gut. Gar nicht gut. So, was macht jetzt wer? Die Mare. Die macht noch Geisterbox. Wir haben ja schon einiges gefragt. Und der macht. Achso, ja, gefriert der Motor aber die ganze Zeit. Bin ich doof. Es ist ein Revenant. Ihr habt wahrscheinlich gesagt, ja, was mit den Gefriertemperaturen? Du Profi-Geisterjäger? Ja. Die nerven. Jane Wright. Jane Wright, der Revenant. Können wir jetzt nach Hause fahren? Wir müssen noch salzen und räuchern. Und die Voodoo-Puppe lassen wir sein, weil das ein Revenant ist. Die wird höchstens sicherheitshalber entfernt aus dem Haus. Oder so. Okay, eine Salzung nehmen wir mit hier und nochmal das. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch ein paar Fußabdrücke. Nochmal einen frischen Fotoapparat mit rein. Aber wir haben ja auch keine Möglichkeit, wo wir dann hinlaufen. Wo soll man denn hinlaufen? In den Keller, in die Gummistiefelecke vielleicht als einziges. So, du bleibst hier. Du bleibst hier. Gleich wieder da. Wir sind gleich wieder da. Alles kein Problem. So, raus. Revenant im Tanglewood. Fahrer! Aber jetzt geht's ja eigentlich noch.
Einmal nur aus dem Dunkeln geschnauft, ansonsten viel mit den Türen geklappert. Frischen Fotoapparat nehmen wir noch mit. So, Sanity, ist das geht noch, das passt alles noch. So, auf geht's. Nochmal rein zu Jane Bright. So. Zack. Und es kam auch irgendwie aus dem Bad, mal das Geschnaufe. Vielleicht sollte man da das meiste Salz verstreuen. So, du kannst mal weg. Du kannst mal weg. Dann ganz ruhig. Einmal so einen kleinen Salzhaufen hier rein. Einen hier. Und einen an die Tür, weil sie immer raus will. Bleib hier. Da ist er schon durchgelaufen. Und da haben wir auch schon. Irgendwo rennst du noch rum. Den haben wir. Da hast du noch nicht durchgelaufen. Okay. Jane Wright, lauf auch nochmal durch die anderen Haufen. Ein Foto ist zu wenig. Kannst du da nochmal durchlaufen? Jane Wright. Gib uns ein Zeichen und lauf durch das Salz. Hier in deinem Badezimmer auch ein bisschen verstreut. Bisschen Badesalz. Wir sollten nicht so lange hier im Dunkeln rumstehen. Kannst du da durchlaufen? Ja. Musst du nur noch irgendwo rumlaufen. Da läuft sie. Zack. Und du auch noch. So, alles klar. Okay, wunderbar, das reicht. Wir haben genug Daten. Da können wir die neuen Hausschuhe wunderbar jetzt anpassen. Können wir alles vermessen jetzt. Mehr brauchen wir nicht. So, du bleibst hier. Und Fotos nehmen wir natürlich mit. So, wir sind raus. Das war schon mal das. Müssen wir noch räuchern. Bisschen rumräuchern. Hier, Beruhigungsräucherung und Feuerzeug. Das beruhigt uns, das beruhigt den Geist. Das beruhigt alle. Auf geht's. So, wir nochmal nur nochmal hier zum Abschied. Nochmal so eine Runde erfrischende Räucherstäbchen. Erfrischend, beruhigend. Alles gleichzeitig. So. Huch. Aus Versehen die noch glühenden Räucherstäbchen aufs Bett geschmissen. Ich hoffe, es passiert nichts. Ich hoffe, das fiese Tanglewood Street House brennt nicht aus Versehen ab oder so. Das wäre ja total schlimm. Alles klar, wir haben geräuchert. Wir haben alles. Das Einzige, was wir nicht haben, ist die Voodoo-Puppe. Zumindest erstmal aus dem Haus entfernt. Die kommt gleich hier vorne hin, dass die auf jeden Fall da nicht in der Garage liegen bleibt. Die kommt gleich vorne zum, dass sie gleich morgen früh mit weg ist. Hallo. Jane mag, dass ich das gehört, dass wir ihre Voodoo-Puppe mit rausnehmen wollen. Die war hier hinten. Und damit keiner sagen kann, dass ich die nicht wieder nicht benutzt habe, pieksen wir die einmal. Auf dem Weg nach draußen. Nicht gut, nicht gut. Okay, einmal gepiekst im Kopf. Wir sind raus, wir sind raus, wir sind raus, wir sind raus. So, wir haben sie benutzt. Kann keiner sagen, dass wir die nicht benutzt haben. Nochmal gepiekst. So, reicht, raus, alles klar. Udo Puppe ist benutzt. So, ab mit dir. Ja, genau, da unten ist wunderbar. Passt sie genau hin. Alles klar. So, wir sind raus, Leute. Raus aus dem Tanglewood. Wir haben alles geschafft. Passt. War eine etwas friedlichere Jagd, aber so eine Jagd muss auch mal dabei sein. Für die Nerven. So, auf geht's. Abfahrt, Fahrer. Tanglewood erstmal wieder streichen. Kleine Häuser machen es auch nicht unbedingt besser. Wobei Jane Wright jetzt einigermaßen friedlich war. Aber so eine Jagd muss auch mal zwischendurch sein. Außerdem weiß man es ja nicht. Das ist ja das Phasmophobia, mal so gut mal sage ich immer wieder. Man weiß ja nicht, was auf einer Jagd passiert. So, $250 haben wir verdient mit dem fiesen Revenant. Wir haben 200 Erfahrungspunkte gemacht. Wir waren 8 Minuten im Licht. 9, wir waren länger im Dunkeln als im Licht. Wir waren 9 Minuten im Dunkeln. 6 Minuten in Jane Wrights Geisterraum. 12 Minuten im Haus. Nur 17 Minuten auf der Jagd. Eine etwas kürzere Jagd. Aber gut, es ist auch ein kleineres Haus gewesen. Wir hatten ein Geisterereignis, 0 Geisterjagd und 38 Geisterinteraktionen. Das war schon ein bisschen was los. Türen klappern und einmal aus der Dunkelheit schnaufen. Hat aber schon gereicht.
Okay, Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese kleine Geisterjacke gefallen, würde ich mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich immer am allermeisten freuen. Ansonsten bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjacke.